Freiheit der Kunst, großer Witz. Freiheit ist es, finde ich, nur im Atelier. Und dass du, also das ist ein großes Privileg, finde ich, Kunst zu machen, weil man kann sich den ganzen Tag mit sich beschäftigen, im Guten wie im Schlechten. Aber frei ist das nicht und für Frauen ist es erst recht nicht frei. Das ist ein großer kapitalistischer Männerspielplatz. Vor allem so wäre mein hartes Urteil. Von dem her ist es frei. Aber wo ist Freiheit schon, ne? Und unabhängig ist es auch nicht. Es sind immer ein paar Leute, die entscheiden, was hoch und was nicht hoch geht. Von dem her, also da Illusionen zu haben, habe ich nicht mehr. Ich hoffe, dass ich weiterhin Glück habe und weiterhin die Galerie so für mich arbeitet. Aber frei ist es nur, finde ich, wenn man mit sich alleine hier arbeitet. Und alles andere interessiert mich auch, ehrlich gesagt, nicht so. Ich bin da jetzt auch vielleicht schon zu, also Demut würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin jetzt 130 Jahre fast da in diesem Kunstgeschäft, wenn man so sagt, und oder ja, 20 Jahre in der Galerie und 5 Jahre noch Studium, also 25 Jahre. Da ist man dann nicht mehr so euphorisch, illusorisch wie am Anfang. Ich dachte am Anfang, das ist frei und unabhängig und die Geschlechter sind alle gleich. Und dann bekommt man mit, dass es genauso ein manchmal ein dreckiges, manchmal ein korruptes, manchmal ein völlig ja, ungerechtes System ist, logischerweise. Und da versuche ich einfach nur noch meinen Weg zu finden, dass ich meine Arbeit platziere. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie man das lösen kann. Also ich finde, Kunst sollte man nur machen, wenn man wirklich ein Anliegen hat und wenn man das unbedingt, unbedingt, unbedingt machen möchte. Sonst ist das wirklich, finde ich, zu hart. Das ist ein qualvolles Geschäft. Also ich war selber auch bestimmt 10 Jahre arm. Und das ist halt dann die Frage, finde ich, welchen Weg man eingeht. Also bleibt man sich treu? Kann man davon weggehen? Will man davon weggehen? Ich war da relativ stur, bin auch heute noch stur. Es ist mir eigentlich egal, ob ich das verkaufe nicht. Das ist ein schöner Begleiteffekt. Aber es interessiert mich im Atelier überhaupt nicht. Also ob das zu verkaufen ist oder nicht. Weil ich finde, das muss man so machen, bis es so stimmt, wie es für einen stimmen soll und muss. Und sonst halte ich das fatal, auf einen Markt oder auf eine Verkaufbarkeit oder auf Geld zu schielen. Was kommt dabei raus? Nix. Außer man ist wahnsinnig talentiert für Geld machen. Ich bin's nicht. Ich finde, dass das, was ich am Studium schon sage, das ist ein Konkurrenzjob und der endet zu 99% in der Armut. Und das muss man wissen. Und ich finde, es gehört irgendwie dazu. Also ich bin da vielleicht ein bisschen oldschool. Es gehört dazu, dass einfach Arbeit ist Arbeit ist Arbeit und Rackers und dann brauchst du ganz viel Glück. Weil es geht ja nicht nur um Geld, man ist ja auch eitel, möchte ja auch Ruhm und Ehre haben. Ne? Oder Ausstellungen, um überhaupt eine Arbeit fertig zu kriegen. Das ist das Wichtigste, finde ich, dass man immer ein Zeitfenster hat, zu sagen, da muss es wirklich stehen und da wird es auch gezeigt. Sonst geht man ja zugrunde, wenn man vor sich hin arbeitet und es kommt nie in die Öffentlichkeit. Das macht einen ja wahnsinnig. Also nicht nur, dass es Leute sehen, sondern auch als Selbstreflexion. Was habe ich gemacht? Was funktioniert weniger? Deswegen plädiere ich mehr für breitere, risikoreichere, spannendere Ausstellungen. Und ich empfand es ehrlich gesagt nie, es ist nicht schön, arm zu sein, es ist auch nicht schön, Existenzängste zu haben. Das braucht man auch wirklich nicht für die Arbeit. Aber ich finde ich fand das Toppen eigentlich dann auch anstrengend, auch gleichzeitig ist es auch reale Welt und so sieht die auch aus. Sonst ist man ja in so einer komischen Kunstblase, die so artificial vor sich hin arbeitet. Deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Jeder muss da so seinen Weg finden. Ich fand es eigentlich ganz schön zu sagen, jetzt mache ich auch mal was anderes und hole wieder Material. So. Und in der Bar, wenn die dann betrunken sind, mehr Material kriegt man kaum freiwillig geschenkt an Tragödien des Lebens. Ja. Also. Mich ärgert mehr, dass so wenig Künstler davon leben können und es aber sehr viele gute Künstler gibt, die wahnsinnig gute Arbeit machen, die nicht davon leben können. Diese Ungerechtigkeit ist natürlich absurd. Ja, ich sage immer, das ist wie so eine Nationalelf und ab und zu laden so nur zwei Leute ein, damit es nicht so langweilig ist. Aber ich habe schon mal das Gefühl, bei egal wo, es sind immer irgendwie mehr oder weniger die gleichen Leute, die da präsentiert werden. Also generell geht es mir in meiner Arbeit eigentlich immer um gesellschaftliche Themen. Also sprich, Angst vor der Armut, Einsamkeit, Schönheitsoperationen, Glaube, Kreuz und Quer. Also eher aber so ein bisschen tragisch, traurige Geschichten. Aber ich habe auch eher einen Parameter persönlich für Tragik als für und Komik auch. Aber nicht für die Schönsein des Lebens. Das ist natürlich. Und deswegen ist mir das, ich mache gern, will gern in diesen Verletzungen.
Also meine Mittel sind eigentlich meistens ja, also vergängliche Mittel eigentlich, was ich nicht jetzt geplant habe, das kam dann eben so. Aber mir ist es wichtig, dass das Ganze wie eine zwischen Set und Filmbühne und Inszenierung und ja, skizzenhaft wirkt. Deswegen ist es für mich wichtig, dass es immer, dass es immer wie umstellbar ist, dass es wie eine Momentaufnahme ist und dass es nicht so stabiles, endliches, für immer Wahrheit, so sieht's aus sein soll. Und deswegen bin ich eigentlich bei der Pappe ein bisschen gelandet, was aber eigentlich ein Zufall war, das war nicht geplant. Ich müsste eigentlich aus meiner Sicht 97 um den Dreh gewesen sein, als ich dann die erste Atelierförderung also gekriegt habe. Und dann habe ich die gehabt, bis ich die Professur hatte. So. Und das war eigentlich toll. Also Atelierförderung ausbauen, jederzeit. Gießkannenprinzip, vergiss es aber komplett. Atelierförderung ist wahnsinnig toll, wenn man anfängt und einfach wenig Geld hat. Und auch der Austausch. Also das war, finde ich, am Anfang ganz wichtig, dass auch andere, dass man nicht so alleine ist, sondern das Gefühl hat, man ist da so im Verbund von anderen Idioten, die auch Kunst machen. Weil zu Hause, was macht man zu Hause? Was kann man zu Hause machen? Entweder riecht's nach Ölfarbe oder das ist zu groß oder du brauchst ja einen Lastenaufzug, du brauchst ja Bedingungen einfach, um auch arbeiten zu können. Du musst Krach machen können, aber du musst vor allem einen Lastenaufzug haben und wenn nicht, machst du so ganz kleine Sachen zu Hause und das geht nicht, das geht auf die Dauer nicht. Also deswegen finde ich ganz wichtig sind Arbeitsräume. Also die Werkstätten finde ich auch. Also das sind alles so Produktionsbedingungen, die meine ich auch, also ringsrum von Atelier, dass man die fördern sollte. Also jeder Beruf hat seinen Arbeitsraum, wir brauchen den auch. Ja. Die meisten Städte, Großstädte, London, Paris, New York, irgendwie so, wo kann man da, welcher Künstler arbeitet auch noch in Städte, außer die ganz reichen Künstler? Ja, also die Künstler sind schon das Aushängeschild auch, glaube ich, für Berlin. Also diese Attraktivität. Also als ich in New York jetzt war, dann ist Kunstkollegen, ich war in New York, dachte ich, endlich bin ich wieder in New York und die waren, ich wollte also nach Berlin fahren, das ist ganz irre. Und die Künstler sind halt da auch ein Baustein. Ich glaube, Nachtleben und Künstler sind eigentlich das, was Berlin so als nach außen trägt. Und Berlin, das ist die Subkultur, die Berlin macht. Das sind nicht die Spitzenkünstler, die hier wohnen, sondern das ist Subkultur. Ich würde mir generell wünschen, dass die Kunst nicht nur benutzt wird, um irgendwelche blöden Sätze zu sagen, wie ja, arm aber sexy und wie haben die Künstler, sondern dass auch tatsächlich was gemacht wird. Und die Verdrängung dann eben ist natürlich hier da und das ist ein Widerspruch und das ist natürlich ärgerlich. Ja? Also wenn man mit diesem Potenzial arbeitet, dann sollte man auch das Potenzial pflegen.